Carl Colon, turret gun mounting brackets. Harding, I need you to check the mounting brackets on the turret gun here in the security. They seem to be rattling when the turret moves, Carl. Thank you for repairing that so quickly. Carl, I fixed the mounting brackets this morning. It was those damn Mixome bolts again. I really wish the UAC would find a better subcontractor. Thanks, Sam. Ja, Sam. Audiolog, magnetic lock repairs. Lovely. This is the audio log of Engineer Sam Harding, dated April 5th, 2145. I have just completed repairs on the magnetic locks and have significantly reprogrammed the pressure sensors on the monorail systems. My fellow engineers and I are confident that the accident of last week will never happen again. The accident should never have happened in the first place. The internal sensors led the computers to believe that there was a vacuum inside the vehicle. Unfortunately, the computer decided that the only way to fix this pressure discrepancy was to open all doors in an attempt to equalize pressure with the outside. I'm going over 15,000 lines of code today. I can see no reason for this tragic event to have occurred. But somehow, the logs show the discrepancy is clear as day. Honestly, this looks to me like another case of a solid system going to hell in a handbasket. I'm confident that the layers of protection I added to the code today will prevent any such occurrences from happening again. I'm off to meet Engineer Jim Torbin at the access doors to the Delta Complex platform to try and troubleshoot a faulty track sensor that's been causing the door to stick. Okay. Die haben alle Türen zur Außenwelt geöffnet und Druckausgleich? Was? Kommt da nicht die nicht vorhandene Marsluft rein? Ja. Wieso also die Erde, menschliche Luft kommt raus? Aber dann sterben Mein doch Mensch? Leute. Ja. Idioten. Zeit um. Danger. Keine Waffen benutzen. Ah, oh, na gut, da Schlampen. Ja, freuen wir mit dir. Hey, ich darf mit Zugführerin wieder Yay. sein. Gut, dass du so keinen Führerschein brauchst. Was Monorail automatisiert ist. Control activate. Auf geht's! Yay! Now leaving Environmental Reprocessing Center. Next stop, Site 2. Yay, machst du. Ich bin nicht zu. Was? Was machst du denn? I was waiting here on the train for my partner. He went to investigate what was going on, but he never came back. And now I don't know where he is. I don't know what the hell's going on. But I bet it has to do with those artifacts we were digging up at Site 2. I bet they're somehow connected with those things in the Delta Complex. Wenn du meinst, Ryan? The Delta Complex isn't safe. You're crazy if you're going there. Ryan, ich will ja deine Träume nicht zerstören, aber nirgendwo ist es mehr sicher auf dem Mars. Ja. Nicht mehr in unserer Nähe. Manchmal geht's halt stöten. We don't know what's ahead. Warning, airlock malfunction. Please contact engineering to facilitate repairs. Ganz hart. And have a nice day. Na gut. Ryan sagt dazu, er glaubt, dass der Zug nicht sicher ist. Genau. Ich wollte ihm ein bisschen aufmunternd sagen, keine Sorge, ich bin nicht mehr am Steuer. Raffi ist gerade am Steuer. Aber wenn ich daran denke, dass ich in die Luft geflogen bin! Eine nicht so nette Überraschung. Vor allem, als ich meinen Plastikgun ausgepackt habe, hatte ich erstmal die Nachladeanimation aus irgendwelchen Gründen. Okay. Oh, gibt's reiche Munition und Rüstung. Ah. Oh. Hier kann man runterklettern. Wo ist der Rappi hin? Ich bin unten.
Unter dem Zug. Nein! Also, jetzt Heilung. Mein Nemesis. Wo finden wir mal ein Tiefgold? Leitern, Seilpfeile, Moospfeile, alles ja. Runter zu klettern. Lass mich raten. Angreifen, wenn ich gerade Lex bei Kao ist, denke ich allein. Okay. Destroy all who oppose. Au. Ja. Da hat Jimmy ein Problem mit seinem Stimme gehabt. Was? Ah. Ah. Kann ich nicht bewegen? Geh weg! Ah. Oh weh, hab ich tot. Hopp, wenn es was gut. Gut, dass du hier in der Nähe gespawnt bist. Stell mal vor, du wärst ganz am Anfang gespawnt und müsstest nochmal die Zugfahrt machen. Aber der Zug ist nicht mehr da. Mann, es war ziemlich viele Gegner, die ich nicht sehen konnte, weil sie ja im Dunkeln waren. Ja, verdammte Dunkelheit. Oh, PDA! Von Gary? Engineering, please report to Site 2 Access Ramp. Airlock malfunction detected. Gary Eich. Mit seinem Pokémon. Ja. Dass man gegen sichern. Und PD sind können. Oh, Scheiße. Happy. Hab's zu spät gesehen. Oh. Du bist gerade mein größter Feind. Ja, und natürlich die Legs sind auch meine Feinde. Gina. Oh. Du bist fast selbst in Luft gejagt. Was? Oh. Wir haben Fässer geknallt, oder wie? Es sind so viele Fässer hier! Die ich verloren habe! Yay! Was ist da mit Tentakel? Okay, ich habe nur 25 Leben. Okay, so wir nach Lebenskraft hier. Hier ist Raketenwerfer, damit kann man sich nicht heilen. Doch, vom Leben kann man sich damit heilen. Oh, ist. Hier ist ein Medpack. Okay, vorhin so, wir wieder einen Game-Breaking-Bug auslösen. Ja, da muss Rüstung. Hey, vorhin ist deine Nische Lebenskraft. Wie kann man die 50 geben. Ja. Das ist für mich so nervig, dass ich mich doppelt höre. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich bin schon drauf. Okay, ich brauche was anderes. Ach, da. Hier sind wir hergekommen, weil die habe ich schon eingesammelt. Go, schon. Wo sollen wir überhaupt hin? Treppe hoch. Ja, weil ich wollte gerade die Rüstung ran. Ich höre es doch, so die Rüstung. Ja. So war nicht erreicht. Was haben wir so viele Sprengfass? Ich soll wirklich auf das Sprengfass klettern. Ich bin über das kleine Kiste unter dir. Komm. Okay, jetzt haben wir schon Ruhe, um PD lesen zu können. Ah, checken wir stelle in der Nähe von dem Sprengfass. Ich bin wieder ganz am Anfang zurück. Da kriege ich mich hier hinten. Sollte ich hoffentlich in Sicherheit sein, vor allem. Ich habe gerade noch mehr Lebenskraft gefunden. Erstmal PDA. Okay.
Versteck ich mal Info. Gary Ross. Keine Audiologs. Danke, Gary. Und zwei E-Mails. Von Delta Security, ADS Operational. Mr. Ross, this is a quick note to remind you that the new automated defense system at the Delta Labs entrance is fully operational. Please contact Delta Security with any questions. Thank you, Delta Security. Warum ist für uns Central Security Antwort auf Airlock Request. As you requested, the Junction 5 Site 2 airlock code has been updated to 826. This will allow you manually override automated rail sensor systems, allowing you to open any of the track doors. Gut zu wissen. Hoffentlich dann nicht Zeitdruck, wenn wir gerade Sauerstoff verlieren. Ich kann nicht unter Zeitdruck arbeiten. Ja. The Site 2 Engineering Team will be conducting a few tests on the J5 airlock system next week. We will need to manually override the RRSS for these tests and request the input code to be updated to 826 to conduct the tests. Thank you. Yeah. Und aus dem Prank haben die das auf 825 geupdatet. Können Sie es nur wagen? Wie ich gehört, du hast versteckte Heilung für mich. Ja, hier unter der Treppe. Ich habe es mir diesmal gemerkt. Irgendwelche komische, gruselige Geräusche gewesen. Okay, du hast echt Verbindungsprobleme. Kurz über deinen Kopf sehen. Da schon am Ende des Levels. Haha! Verbindungsprobleme habe. Bewegen kann, jetzt zum Beispiel. Das brauchst du machen nach der Session. Das sieht. Ein Lander. Sieht nach einem. Falsches Angriff aus. Please report to Site 2 Access Ramp. Airlock malfunction detected. Das ist ein Gegner. Ist es nicht aufgegangen? Der Spinn gesört. Oh nein. Dann renn du mal vor. Aber nicht hier. Ah, so ein Head Oxygen. Wow, ein Heilungspunkt. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Ah. Ich denke, Pause machen, diese auf einem Level. So. Charles Hawleys. Ja, er hat so ein Voicemail. Oh nein. Policy Modification. Oh nein. John Brady. John Brady, Site 2 Closure. Mr. Hawleys, I would like to report that the main tunnel passage to Site 2 has been sealed. I will transfer the door codes to the Archaeological Division today. For all practical purposes, the dig site is now closed for good. Thank you, John Brady. Lass mich raten, wir werden dorthin gehen. Die haben von wegen für immer verschlossen. Remaining ammunition. Mr. Hawleys, as you requested, I've placed all remaining ammunition from the security team stationed at Site 2 in Storage Cabinet 054 with the door code 142. Thank you, John Brady. Phil Wilson. Artifact Inventory Tracking. Charlie Hawleys, we have received a few artifacts from Site 2 without proper discovery and time-date information on them. It is very difficult processing all these pieces when we don't know where or when they were uncovered. Please check your
records and send a request information back to me for ad effects. Ja, Zahlen habe ich gerade keinen Bock vorzulesen. Phil Wilson, der jetzt auf mir steht. 34/X91 21/623/86/Y12. Slash ist noch was anderes, oder? Stimmt. Strich. Ja, und jetzt auf Englisch. Nee. Strich. Strich. Naja, Audiolog. EAP Policy Modification. Site 2. This is the audiolog of Charles Hollis, EAP Director, dated September 5th, 2145. In order to conserve current life support resources, effective October 1st, 2145, the Council has made a decision that all environment processors be brought offline in the general area of Site 2. Tomorrow, I will be sending out emails to all team leaders asking for an update on their asset relocation program to Site 3. We feel that we have unearthed enough useful material as it pertains to the project from Site 2, and choose to now devote resources in the exploration of Site 3. End log recording. Interessant. Also in welche außerirdischen Ruinen gefunden. Also was das Ganze, was damit zu tun hat, die ganze Invasion. Nein! Ich hab's. So. Betrüge auch einen Alien, da konnte ich schwarze Magie einsetzen. Ja, der ist vom Teufel besessen. Später kommt auf dich zu. Komm, paar Spinnen hoch. Ich bin auch gerade ziemlich am Ruckeln. Du hättest mich jetzt eiskalt in mein Verdammnis laufen lassen können, Rappi. Warum sollte ich denn sowas tun? Ja. Deswegen ist Rappi der beste Doktor der Welt. Das erinnert mich damals an Thief 2, wo du mir gesagt hast, in diesem einen Level, wo ich vom... Keine Ahnung, wie der Typ hieß. Auf jeden Fall hast du mir gesagt, dass ich bei einem Nicht-Drücken-Knopf bin mit einem Schild, wo Nicht-Drücken draufsteht, dass ich ihn auf gar keinen Umständen drücken soll, weil sonst hinter mir zwei grüne Spinnen spawnen. Ah yep. Ja, wir müssen jetzt Schleuse öffnen. Monorail Airlock Site 2. Ich habe diesen verdammten PDR ja gesammelt. Junction 5 Locket. Open Airlock Junction 5. Site 2 Airlock ist hier bei Administrator. Oh weh. Code required. Ich glaube, es war 862. Keine Ahnung. Airlock Request. 826. Genau, 826. 826. Airlock Security Override enabled. I am Forgemals! Oh nein. Ich habe. Die hat Frostschleim in der Nase. Ich habe Erkältung. Hals. Ziemlich ruhig hier. Ungewohnt. Zu ruhig. Irgendwas wird gleich passieren, irgendwas Schlimmes. Ist die Ruhe vor dem Sturm. Vielleicht ist jetzt der Zug explodiert. Sind die Körperteile? Ist aber nicht von rein die Einzelteile, oder? Nein. Oh, die haben unseren Mitfahrer erledigt. Dann waren das doch seine Einzelteile vor dem Zug. Yep. Ja. Wenn sie mit uns gekommen wäre, wäre er trotzdem gestorben, mit ganzen Sprengfässern. Ich war ja auch fast gestorben. Der hätte den Zug schließen sollen. Now leaving Site 2. Next stop, Delta Complex. Yay, endlich.
Oh, hi. Ein bisschen zu schnell, oder? Engineering, please report to Delta Complex Access Ramp. Track sensor failure detected. Ich hab ein Déjà-vu. Treffen wir gleich auf Kannibalen, die uns in den Zoo anschließen. Oh Gott. So, die schweren Geschosse auspacken. Ich glaube, gleich kommen wieder diese. Yep. Danke, Team. Wenn wir den Aufprall irgendwie überlebt. Hat sie nicht 99 Lebensenergie? Ich habe 3 Lebensenergie verloren. Ich hab 7. Aufprall. Okay, hier vorne ist Lebenskraft. Wow, ich darf mal wieder 100 haben. Oder Lebenskraft, 100 Rüstung. Als ich auf 25 war und eingesammelt habe, hat das nur 25 hergestellt. So dass ich auf 50 war und dann beim zweiten Mal nur auf 75. Sexy, wir haben 220. Ich bin Spinne. Hättest du nichts gesagt, hätte ich sie nicht bemerkt und mich nicht erschrocken. Ich habe nicht gesehen. Noch eine rausgeklettert kommen. Ja! Ich bleib mal hier draußen stehen, okay? Okay, ich räume den Weg bis zum Maiga frei. Okay, Weg frei. Noch eine? Nö, der Weg ist frei. Das ist so schon gerade reinschwersten, um sicher zu sein. Oh. Was? Tentakeltyp. Da ist er. Ist er im Laggen gewesen? Oh, da kommt noch jemand. Oh, ich lag doch immer. Nee, Tentakeltyp. Wo soll Dön kann, wenn sie hier rein spawnen? Hey, ah. Ist die andere Seite von der Scheiße, wo wir gegen gefahren sind. Ja, ich weiß jetzt, wie man am leichtesten runtergeht. Du musst noch rückwärts gehen und dann, wenn du runterfällst, wieder nach vorne bewegen. Dann greifst du die Leiter. Das sah gerade sehr interessant aus, wie der Zombie durch meinen Leg weiter geradeaus gegen die Wand gelaufen ist. Und dann, als der Leg aufgehört hat, stand er plötzlich vor mir. Okay. Ja, da uns haben wir jede Menge Blasmunition. Wie gesagt, warte. Rückwärts gehen. Wenn du beim der Felsen halt wieder nach vorne gehen. Also in die Luft nach vorne bewegen. Genau, jetzt gehen wir so fest und dann nach vorne gehen. Bewegen. Das scheint die beste Methode zu sein, klettern zu klettern. Ich brauche einfach Featherfalling-Schuhe. Oh, das hast du 4 oder 5? 3? Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Ist ein bisschen her, seit ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe. Keine Ahnung, was so ist. Bin momentan sehr mit Pokémon beschäftigt. Jo. Ein Getränkeautomat. Ey. Er ist wieder cool. Dehydrated. Und, offline. OG. Pick the sides. Geil. Sieht schon netter aus. Ah, das war nicht nett. Das sah nicht nett aus. Oh, ich kann den Alarm deaktivieren. Ja, bitte. Ah, Stille. Kommt noch einer runter.
Nimmst auch ohne PDA. Yay. Wir können die Offizier das lesen. Ja, ich komme ja schon. Angeleckt. Okay. Na komm mal. Ganz langsam. Komm ich angeleckt. Ah, dieser Vulkan Köln. Oh, Security Clearance. Oh Gott, so viel zu lesen. Wenn keine Helfen. Keine Audiologs. Und 5 E-Mails. Junge, warum bist du so beliebt? Security Authority New Automated Defense System. Mr. Curlin, please inform your team that an automated security turret gun will be installed at the main entrance to Delta. This is due to the increased sensitive nature of the experiments and the security problems we have recently had. Please ensure that your team members have correct security clearance and are in the EFF database. Wir wahrscheinlich nicht. Don't want a repeat of the problems we had when the guns were installed at Marine Command. Ich frag mich, was da passiert ist. Ja. Ich wünschte, ihr hättet mich Schweizer Käse gehabt. Chris Baukman. Turret Shutdown Code. Okay, anstatt uns Clearance zu holen, dass die uns akzeptieren, schalten wir die einfach ab. Geht natürlich auch. Naja, wir sind Reuling, deswegen ist so nicht im System drin. Thanks, I freaking hate loaded guns with an automatic IFF. Guys, I've encoded the shutdown sequence for the turret gun into my PDA. You can use it at the security terminal near the metal detectors if there are any problems with the gun. I would rather have it offline than killing anyone. Ja, uns zum Beispiel. Die Pomeroy. Extra Medical Supplies. Karl, as the medical supervisor in the section, I feel it's my obligation to be proactive in regards to safety, especially now that we have a turret gun in a heavy traffic area. As a precaution, I've stocked medical supplies in the storage cabinet adjacent to the security office. Both cabinet codes are 364. I hope we never need them. Ja, ihr braucht die sowieso. Ihr seid tot. Aber wir sind auch lebendig. Mehr oder weniger. Mehr als weniger. Wenn wir uns nicht gerade, wenn Rappi uns nicht gerade, ne, mit Sprengfässern in die Luft jagt. Was steht denn auch in der Gegend rum? Echt mal. Voll Hazard. Sam Harding. Mounting brackets fixed. Karl, I fixed the mounting brackets this morning. It was those damn Mixon bolts again. I really wish the UAC would find a better subcontator. Matthew Geiser, additional security needed. Mr. Carlin, we are going to be transporting a large specimen from Delta. Das hört sich schon mal nicht gut an. Normally we would not be using the monorail, but we need to get it to Phobos Lab and this is our only option. The specimen will be sedated. However, given both the importance and the hazardous nature of it, we feel it is prudent to have an enhanced security presence. You and your men should be prepared with full armor and plasma guns. However, lethal force should be only used as a last resort. Nicht bei Aliens! Bringing this thing alive through the teleporter costs 7 men their lives and it would be a shame to waste that effort. Mein Teleporter? Will ich das überhaupt wissen? Nee. Also, as you know, there are plenty of rumors about our specimens. I do not want this to get out of control. Information about this transport must be kept to only those that need to know what is in the container. Thank you for your cooperation in this. Ja, gut, dass wir es nicht wissen. Weil wir haben mich so einen Teleporter gefunden und nutzen den, um welche Aliens zu fangen. Ugh.
Neugier der Menschen. Ja, wurde es Zeug. Mann, das hat viel Blut. Ich wollte nicht den Raketenwerfer auspacken. Alter, was ist so viel Blut hier? Also, schau, der Zug von uns. Unser Zug. Yay. Sieht nach der Falle aus. Ich wusste es. Oh, hinter uns auch noch. Von hinten. Sorry, von hinten ist es Hundesteuer. Echt mal. So, was haben wir hier? Hi. Wir haben Tentakel. Zombie. Nicht unser Zombie. Und Laser? Ach, das Turret-Geschoss. Ja, Sautot. Vollgas. Gutes Turret für uns die Arbeit übernimmt. Gut. Was war das Kopien? Code nochmal. Medical Supplies 364. Was? Ich habe die Tür öffnen! Den hier, ich hatte ihn getötet. 364. Sehr viel Medical Stuff. Lass mal Emotionen und. Ja, okay, jetzt mal die Kanone. Creepy Station, Monorail Security, Scanner Station 1. Scanner active, deactivate Weapon Turret. Ja, bitte. Ja, müssen nämlich da durch. Das sperrt uns den Weg. Ah, wieder so ein Deckengeschütz. Damals im ersten Level. Sie haben den Mülleimer ermordet. Nein! Jerry. Mülleimer! Seid der beste Mülleimer. Mülleimer! Der hatte 3 Wochen vor seiner Pension. Ja! Der war noch 2 Tage zuvor zu seine Enkeln versuchen gehen. Der lebt zu an. Endlich. Dann gehen wir mal hin. Yay, Dad. Moit. Appi freut sich zu sehr. Da war es loading. Ellipse Level 1. Data Complex is the most advanced research facility on Mars. Sector 1 contains power systems, energy core distribution center, those to administrative functions of the entire Delta Complex. Genau. Das ist meine Meinung dazu. Ich weiß. Sehr wichtige Meinung. Sehr düst, finde ich. Ich weiß. Niemand kann dagegen streiten, dass es sehr tiefgründig war. Okay. So. Ich bin aus irgendwelchen Gründen rausgeflogen. Ich auch. Naja. Das Spiel sagt von sich aus schon, Leute, genug ist genug. Okay, ich wollte eh nach dem Level Pause machen. Naja, bis später. Ich mache die Aufnahme zu.